Die Blutdruckmessung spielt eine herausragende Rolle in der Katzenmedizin. An dieser Stelle demonstrieren wir die Messung mit dem Doppler an der Schwanzvene. Zuallererst setzt man sich den Kopfhörer auf, denn das Geräusch, das der Doppler übermittelt, ist ausgesprochen unangenehm, besonders in den Ohren einer Katze. Als nächstes müssen wir die Manschettengröße ermitteln. Dazu messen wir den Umfang des Schwanzes an der Stelle, wo die Manschette hinkommt. Hier haben wir jetzt 6 cm gemessen, teilen das durch 3. Das ergibt eine Manschettengröße von 2. Das ist im Übrigen die Manschettengröße, die man bei den meisten Katzen anwenden kann. Die Manschette wird nun mit dem Manometer verbunden und am Schwanz angelegt. Danach rasieren wir uns eine kleine Stelle distal der Manschette an der Unterseite des Schwanzes. Nun bewege ich die Sonde mit ganz kleinen Bewegungen, so lange, bis ich das Geräusch des Pulses im Kopfhörer höre. An dieser Stelle halte ich die Sonde fest. Dann wird mittels Manometer die Manschette aufgeblasen und ist das soweit, lasse ich mittels Rädelsschraube langsam die Luft wieder ab, bis ich den Puls wieder höre. An der Stelle halte ich an und notiere im Kopfe die Zahl, die das Manometer anzeigt. Diese Messung sollte ich 5 bis 6 Mal wiederholen, mindestens. Die erste Messung wird verworfen und aus den übrigen Messwerten ermitteln wir einen Mittelwert, den wir als systolischen Blutdruck notieren.